Hallo, ihr Piloten. Herzlich willkommen zu einem neuen X-Plane 11 Tutorial. Heute ein kleines X-Plane 11 Mini-Tutorial. Hier zeige ich euch, wie man die FPS-Werte im X-Plane 11 anzeigen lässt. Ich wünsche euch viel Spaß und bevor es losgeht, eine kleine Anmerkung, eine kleine Info. Schaut bitte am Ende dieses Videos mal bei meinem Kollegen WeFly X-Plane vorbei. Er zeigt nützliche Tutorial-Flüge, wie zum Beispiel mit der Rotate MD80. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Packen wir's. Ready? So, Community, wir sind jetzt hier in Frankfurt. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich denke, glaube ich, immer viel zu kompliziert mit meinen Tutorials. Was kann ich als nächstes machen? Ich habe ein bisschen überlegt und bin auf die simple Idee gekommen, euch einfach mal zu zeigen, wie man die FPS-Werte im X-Plane 11 anzeigen lässt. Um das einzustellen, gehen wir hier oben in das Einstellungsmenü. Hier gibt es verschiedene Reiter. Wir gehen auf Datenausgabe und hier, dieser markierte Bereich ist es auch schon. Framerate im Cockpit anzeigen, anklicken und bestätigen und dann auf Fertig drücken das Ganze. Und jetzt seht ihr oben links das Fenster mit den FPS-Werten und euren CPU- und GPU-Auslastungen. So schnell kann es gehen, liebe Community. Der Terminator 007 kam auf mich zu und hat mich noch gefragt, ob es noch weitere IVAO-Tutorials gibt. Ja, auf jeden Fall. Nur brauche es da noch ein bisschen Vorbereitung und zurzeit habe ich leider sehr wenig Zeit. Aber die IVAO-Tutorials sind nicht vergessen, sind noch im Hinterkopf, Terminator. Sie kommen dann in nächster Zeit raus. Bitte noch um ein wenig Geduld. Hat euch dieses Video gefallen? Lasst mir doch einen Daumen oben da und abonniert gerne meinen Kanal. Dann sage ich Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Haut rein, euer JK. American Airlines, ready for taxi.